alle Wissenschaft, Popper sagt, alle Wissenschaft ist Vermutung. Also es ist nicht, wir haben in der Wissenschaft gibt es im Prinzip nicht die Gewissheit, die manche gerne hätten. Man hat Vermutungen, die sind mehr oder weniger gut begründet. Und ich kann mit direkter Beobachtung oder durch Experimente kann ich Vermutungen widerlegen, nicht beweisen. Streng beweisen können Sie keine Vermutung. Sie können nur alles Mögliche ausschließen, was sicher nicht richtig ist. Dann bleibt irgendetwas stehen, aber das ist auch nur eine provisorische Gewissheit. Also alle Gewissheit in der Wissenschaft ist provisorisch. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und weil nämlich es gibt eine Tradition der Pseudowissenschaft, die ist wesentlich geprägt worden bei uns durch die Arbeit von Thomas Robert Malthus. Sie haben dort eine Scheinexaktheit, die ich als Wesen einer Pseudowissenschaft ansehe, weil in der Wissenschaft werden die Leute immer letzten Endes auf Ungewissheit auch hinweisen. Ja? Ein echter Wissenschaftler sagt nie, dass er hundertprozentig sicher ist. Er wird sie immer auf Einschränkungen hinweisen. Und das ist also ganz wichtig. Und seit Malthus hat man in einer Wissenschaft, es geht um die Ökonomie, hat man scheinbar exakte Formeln, die immer wiederholt werden und nie getestet werden durch Beobachtungen der Realität. Ja? Man kann das aber dadurch beobachten. Um noch vorauszuschicken, ich habe also, wenn es um Vermutungen geht, Sie haben lange Zeit hat man in der abendländischen Geschichte hat man Vermutungen nicht experimentell getestet oder nur gelegentlich, sondern hat erstmal sich darauf beschränkt, diese Vermutungen auf logische Inkonsistenzen zu untersuchen. Das ist auch schon sehr wichtig. Man hat schon großen Fortschritt, wenn man versucht, dass man nichts an logisch völlig Inkonsistentes sozusagen glaubt. Da kann man auch schon vieles ausschließen. Ja? Und ich sage immer, ich benutze immer die Methode von Ockhams Messer. Also wenn Sie so wollen, ich habe in meinem Kopf keine Schere, sondern ein Messer. Das dient dazu, dass man also, wenn man mehrere Erklärungen hat für einen Sachverhalt, dann nimmt man immer die einfachste. Das ist zum Beispiel eine Konsequenz dieser logischen Methode. Ja? Damit ist man in der abendländischen Geistesgeschichte sehr gut verfahren bislang. Und man kann das auch heute wieder anwenden gegenüber bestimmten Behauptungen in der Klimawissenschaft. Und also jetzt, ich gehe jetzt mal rein, also kurz vorstellen, also Malthus, ich hätte jetzt schon gerne die Folie. Achso, ja, also nochmal, also Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen konfus. Also es geht jetzt in die Vermutungen, also es geht nicht nur, also erstmal Sie versuchen, logische Konsistenz zu erreichen. Das ist sehr wichtig, weil es gibt so viele Behauptungen, die sind schon in sich widersprüchlich, da brauchen Sie gar kein Experiment, die können Sie auch auf Grundlage der aristotelischen Logik, können Sie die schon als Unsinn auch schon verweisen. Dann gibt es bei den Vermutungen, mit denen Wissenschaftler arbeiten, gibt es also Glaubensentscheidungen. Ja, wie gesagt, die Glaubensentscheidungen spielen sich im limbischen System ab, im Endeffekt. Und es gibt zum Beispiel, wichtig ist zum Beispiel die Entscheidung, leben wir in einer offenen oder in einer geschlossenen Welt? Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man eigentlich treffen muss. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir in einer geschlossenen Welt leben, dann haben Sie grundsätzlich als Lösungen von Problemen gibt es dann nur eine Planwirtschaft. Beziehungsweise die Rationierung. Das heißt also, wenn Sie überzeugt sind davon, dass die Welt aus einem begrenzten Vorrat an Rohstoffen besteht, dann gibt es als Lösung nur die Möglichkeit, diesen Vorrat
zu rationieren mit planwirtschaftlichen Methoden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Welt grundsätzlich offen ist, heißt nach oben und nach unten, nach allen Seiten, dann werden Sie eher Vertrauen auf die Entscheidungen des Marktes, also die Ergebnisse des Wechselspiels von Angebot und Nachfrage. Ja, ist ganz wichtig. In einer offenen Welt wird jede Planwirtschaft als Unsinn erscheinen. Das ist ganz wichtig, denke ich. Und Sie haben zum Beispiel auch, es geht auch um die Entscheidung, ist auch nicht ganz unwichtig, zwischen Materialismus und Idealismus. Also wenn Sie in die Modelle einer geschlossenen Welt beziehen sich in der Regel auf eine materialistische Weltanschauung. Idealismus ist leichter geneigt, die Welt als offen anzunehmen. Ja? Oder Sie haben die Unterscheidung zwischen Willensfreiheit und Determinismus. Das sind Entscheidungen, die können Sie empirisch, ist es gar nicht so leicht, also zu entscheiden, also durch Experimente. Es gibt dafür Experimente. Also der Witz ist, dass das Experiment zeigt, dass jemand, der überzeugt ist von der Willensfreiheit, der hat die Willensfreiheit auch. Und jemand, der nicht davon überzeugt ist, der wird in seiner linken Hirnhälfte immer eine Erklärung dafür finden, weshalb er sich nun so entscheiden musste und nicht anders. Also das ist sehr kompliziert. Und Sie haben auch die Entscheidung, letzten Endes läuft es darauf hinaus zu entscheiden, besteht unsere Welt im Wesentlichen aus Hardware oder aus Software? Also ich bin persönlich davon überzeugt, dass unsere Welt letzten Endes aus Software besteht. Das kann ich auch begründen, das geht bis in die Quantenphysik. Es gibt ja hier viele Physiker, weil mittlerweile weiß man ja, dass wenn man immer weiter runter geht, zum Beispiel nach Carl Friedrich von Weizsäcker, dann kommen Sie am Ende an bei ganz wenigen Alternativen. Sie haben die Unterscheidung von Up-Quark und Down-Quark und Elektronen und das Ganze wird zusammengehalten von Photonen und Gluonen. Ja? So. Und alles Wesen, die eigentlich nichts mehr, die haben kaum noch Masse oder gar keine Masse mehr. Also würden sagen, sie kommen irgendwo am Nichts an. Stimmt aber nicht. Sie kommen nicht beim Nichts an, sondern bei einer Information. Am Ende ist eine Information. Das heißt, die Welt besteht aus Information. Und deshalb zeigt es auch, dass die Auffassung, dass die Welt offen ist, letzten Endes auch bestätigt wird durch zum Beispiel durch die Quantenphysik. Aber ich will das jetzt nicht vertiefen, sonst wirft man mir vor, ich bin abgewichen vom Thema. Also jetzt, wie gesagt, Malthus als Urahn sozusagen der jetzigen Pseudowissenschaft. Malthus lebte von 1766 bis 1834. Er hat in 1798 ein Essay, das war ein kleines Buch, unser Principle of Population. Das wird in allen Lehrbüchern der Nationalökonomie heute auch immer noch als eigentlicher Ursprung der Wirtschaftswissenschaft praktisch dargestellt. In diesem Essay sagt Malthus grob, dass die Bevölkerung sich mit geometrischer Progression entwickelt oder heute würde man sagen exponentiell, also eine immer steiler werdende Kurve und die Nahrungsmittelproduktion wird sich immer nur linear verbessern. Das ist eine Behauptung, die er mit vielen Formeln darlegt, als sozusagen als naturgegeben. Das Problem ist nicht dabei, dass er also sozusagen darauf hingewiesen hat, dass die Bevölkerung sich geometrisch oder exponentiell vermehrt. Das ist leicht nachzuweisen. Tatsächlich gibt es viele Situationen, wenn die Leute sich ohne Begrenzung vermehren können, dann wird es eine steil aufsteigende Kurve geben. Das gab es auch in vielen Ländern, auch bei uns mal,
eine Zeit lang allerdings nur. Also das ist nicht das Problem. Also das ist schon, und man kann auch sagen, es ist schon ein Verdienst gewesen, dass er immerhin mal darauf hingewiesen hat, wie schnell das gehen kann. Und die Demografie ist ja immer noch heute einer der exaktesten Zweige der Sozialwissenschaft, weil es gibt dort halt bestimmte Trägheitsmomente. Also man kann die Bevölkerungsentwicklung im Unterschied zu anderen Entwicklungen kann man die ganz gut vorausberechnen. Immer mit Einschränkungen, wenn nicht in der Zwischenzeit irgendwelche Katastrophen eintreten. Aber es ist eine vergleichsweise exakte Wissenschaft. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Behauptung, dass die Nahrungsmittelproduktion immer naturgesetzlich hinter der Bevölkerungsentwicklung zurückbleiben muss. Das ist das Problem bei Malthus. Und diese Behauptung, die hat sich in der Folgezeit, kann man sagen, konnte nie verifiziert werden. Über lange Zeiträume gesehen hat die Nahrungsmittelproduktion immer Schritt gehalten, ist sogar schneller gestiegen als die Bevölkerungsentwicklung. Es gab allerdings immer zwischendurch auch mal Katastrophen, das waren aber meistens dann Kriege, also nicht die normale Entwicklung, sage ich mal. Malthus, wie gesagt, gilt immer noch als einer der Gründer der Nationalökonomie. Er hat nämlich in der Tat, im Jahre 1806 bekam er den weltweit ersten Lehrstuhl für Ökonomie. Also Adam Smith hatte einen Lehrstuhl für Moralphilosophie. Er hatte nicht den Lehrstuhl für Ökonomie. Ökonomie war für Smith nur eine Nebenbeschäftigung. Er war eigentlich Philosoph. Also Malthus, der erste Ökonom auf einem Lehrstuhl. Insofern ganz wichtig. Und das Problem ist jetzt bei Malthus, ich sagte schon, es ist sehr schwer zu beweisen, dass die Nahrungsmittelproduktion immer zurückbleibt. Aber es gab von Anfang an, und das ist auch schon bei ihm gewesen, die Tendenz, dass der sozusagen der self-fulfilling prophecy, das heißt also diese Behauptung, dass die Nahrungsmittelproduktion immer zurückbleibt, die ist durch politische Maßnahmen, ist sie wahr geworden, streckenweise. Das war in England deshalb, weil man hatte in England damals, also es gab, das war ja die industrielle Revolution, das ist der Hintergrund, es gab eine große Landflucht, deshalb das Elend in den Städten, es gab natürlich eine reale Überbevölkerung, gab eine Überbevölkerung, die hatte aber soziale Ursachen, ja. Und es war, Malthus, ich habe in meinen jungen Jahren, ich bin ein Bücherwurm, ich habe sehr viel gelesen, ich habe diese ganzen Geschichten erfahren, ich habe von Karl Marx die 3 Bände des Kapitals plus 3 Ergänzungsbände, einschließlich auch die Schriften von David Ricardo, Adam Smith und Company, habe ich alles verschlungen in meinen jungen Jahren, ja. Und der Karl Marx hat schön dargelegt, dass Malthus hat mit seiner Theorie die Interessen des Landadels vertreten. Ja? Also es gab die industrielle Revolution, es gab die Landflucht und der Landadel war in seiner Stellung damals sehr bedroht halt, durch die industrielle Revolution. Und um die Interessen des Landadels zu schützen, die wollten ihr Getreide möglichst teuer verkaufen, hat der englische Staat hohe Zölle erhoben auf die Einfuhr von Getreide. Was zur Folge hatte, dass die Brotpreise ins Astronomische gingen und die Leute wirklich real gehungert haben. Und Malthus behauptete, der Hunger ist naturgesetzlich, aber es war die Folge der hohen Zölle auf Getreide einfuhr. Ne? So, es gab dann schon 1817 hat David Ricardo, der mit Malthus übrigens eng befreundet war, der hat aber was ganz anderes, der hat also gezeigt in seinen Principles of Political Economy and Taxation, 1817 erschienen, hat er plädiert für den Freihandel, also für die Aufhebung der hohen Zölle und eben die Einführung von Freihandel, was zur Folge hat, dass eben das Brot
billiger wurde und der Hunger eben abnahm. Ja? Und man muss sagen, das ist ganz kompliziert, weil ich habe Ricardo gelesen, man ist also sehr verwundert, dass Ricardo eben auch wahre Lobeshymnen auf Malthus ausspricht, gerade in den Abschnitten über den Lohn zum Beispiel. Also es ist ganz kompliziert. Also er war kein Gegner von Ricardo, aber er hat plädiert für den Freihandel in Form der sogenannten Gesetzes der komparativen Kostenvorteile. Und das hat in England eine ganz große Rolle gespielt, nämlich im Jahre 1840 gab es die Bewegung des sogenannten Manchester-Liberalismus. Also David Cobden und John Bright haben die Anti-Corn Law League gegründet, die eben für die Abschaffung der Getreidezölle kämpfte. Und sie haben es geschafft, innerhalb von 8 Jahren, 1848 ist dieses Corn Law gefallen. Es gab kurz danach die letzte große Hungersnot in Irland. Es war die letzte Hungersnot, kann man sagen, die also malthusische Ursachen hatte. Und es gab nachher in ganz Europa keine Hungersnot mehr in Friedenszeiten. Ja? Durch eben dank des Freihandels. Das ist ganz wichtig. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, also weil einer der großen Freunde von Malthus im 20. Jahrhundert war der John Maynard Keynes. Er war Malthusianer im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da ein Zitat gefunden, das ist auf Deutsch, ist es in 1956, aber das ist viel älter, da war er ja schon tot. Da hat er geschrieben: Wäre doch nur Malthus statt Ricardo die Stammwurzel der Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts geworden. Ein viel weiserer und wohlhabenderer Platz wäre die Welt dann heute. Das hat also Keynes geschrieben über Malthus. Ich muss noch mal einflechten, was auch wichtig ist für die spätere Entwicklung. Malthus hat einen großen Einfluss ausgeübt auf den Charles Darwin, also den sozusagen Erfinder der Evolution durch Selektion, weil er hat im Jahre 1838 hat der Darwin, das war kurz nach der Rückkehr von seiner Weltreise, hat er diesen Principle of Population in die Hand bekommen und hat dort gesehen, dass es wäre ja eine wunderbare Erklärung dafür, dass in der Natur eben Auslese stattfindet, ja. Weil immer jede Art hat die Tendenz, sich grenzenlos zu vermehren, aber die begrenzten Lebensbedingungen sorgen dafür, dass das nicht so geht und dass immer sozusagen die Besten überleben. Ja? Der Ausdruck Survival of the Fittest stammt allerdings nicht von Darwin selbst, sondern von Herbert Spencer, der ein evolutionistischer Philosoph und Sozialwissenschaftler war. Und man hat also dann, das ist dann der sogenannte Sozialdarwinismus, man hat also dann auch wieder die Tendenz immer wieder, dass man soziale Probleme als Naturprobleme erklärt, zu Naturproblemen erklärt. Der Stärkere setzt sich durch und das ist gut. Die anderen, wenn die aussterben, ist es nur sozusagen richtig. Das ist die Behauptung. In Deutschland hat das maßgeblich der Ernst Haeckel. Es war der Mann, der zum ersten Mal das Wort Ökologie prägte. Der Haeckel, der hat in seinen Schriften propagiert ein Auslesesystem wie im alten Sparta, also dass man die Leute wirklich, dass man die durch Härte trimmt und die auf der Strecke bleiben, die haben es eben verdient. Das war also, diese Ideologie ist in dieser Zeit aufgekommen. Und es kam die Bewegung der Eugenik. Die ist zum ersten Mal, also der Begriff Eugenik ist formuliert worden von Francis Galton.
Das war ein entfernter Cousin von Darwin. Der hat den Begriff in 1883 geprägt in einer Schrift, die nannte sich Inquiries into Human Faculty and its Development. Und lustigerweise, oder nicht lustigerweise, traurigerweise, ist der Begriff Eugenik, der war in der Welt, bevor es überhaupt den Begriff Gen gab. Das ist ganz interessant. Also weil die genetischen Gesetze vom böhmischen Mönch Mendel, die wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts wieder ausgegraben. Die waren irgendwo verschollen in einer Schrift des Klosters von Brünn. Die hat niemand gekannt zu der Zeit. Die wurden dann 1905, glaube ich, vom deutschen Biologen de Vries ausgegraben. Das heißt also, man hatte erst eine Vorstellung von Gen, Jahrzehnte nachdem es schon bereits den Begriff Eugenik gab. Ganz, ganz interessant. Und was auch wichtig war in Deutschland, da gab es 1920 erschien ein Buch von Alfred Hosch und Karl Binding mit dem Titel, das war der Buchtitel, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Und dort wurde der Begriff der Euthanasie geprägt. Ja. Das war damals Mainstream. Die beiden Autoren waren alles andere als Nazis. Der Hosch ist sogar von seinem Lehrstuhl zurückgetreten, als die Nazis an die Macht kamen. Also es waren keine Nazis, es war reiner Mainstream. Aber alle dachten so damals. Es war ist ganz, ganz verrückt. Es gab eben, also die eugenische Bewegung war im weiten Teil des 20. Jahrhunderts wirklich der Mainstream, wie heute die sogenannte Klimawissenschaft. Ja. Und wie schon angedeutet, einer der großen Führer war der Keynes, der war nämlich von 1937 bis 1944, also bis kurz vor seinem Tod, war er Direktor der British Eugenics Society. Und es hat also nicht nur in Nazi-Deutschland, sondern in ganz Europa, auch in Amerika, also es gab in keinem Land der Welt so viele Zwangssterilisierungen wie in Kalifornien zur Zeit von Roosevelt. Ja? In einem Land wie Schweden wurden Zwangssterilisierungen von Leuten, die sozusagen lebensunwert waren, durchgeführt bis zum Jahre 1976. Und einer der großen Befürworter oder auch Leader war der Gunnar Myrdal. Der hat 1974 zusammen mit Hayek den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Also Myrdal war ein großer Befürworter der Eugenik und die haben das bis 1976 gemacht. Nachher haben die Schweden ein Einsehen gehabt und haben dann auch eine Untersuchungskommission eingerichtet. Und die Untersuchungskommission, die hat festgestellt, dass in Schweden über 60.000 Zwangssterilisierungen durchgeführt wurden. Also was auch wichtig war, es ist in Amerika, da war eine wichtige Figur, ist die Margaret Sanger. Die hat 1921 hat sie die American Birth Control League gegründet, hat großen Einfluss gehabt, weil in Amerika wurde diese Geburtenkontrolle hauptsächlich eingeführt, also ausgeführt als Instrument des Rassismus. Man hat also vor allen Dingen Indianer und Schwarze wurden sterilisiert, hauptsächlich, ja. Und es gab auch deshalb, ab 1924 gab es ja in den USA ein Verbot der gemischt-rassischen Eheschließungen, was heute schon beinahe vergessen ist. In 1942 wurde die Organisation Planned Parenthood gegründet. Man hat also immer diese Sterilisierungen dargestellt als ein Mittel, die sozusagen die Selbstbestimmung der Eheleute sozusagen zu vergrößern. Man hat also nicht gesagt, das ist also Vernichtung unwerten Lebens, sondern man hat gesagt, nein, das ist die Freiheit der, der, der,
der Eltern, die Hauptsache ist. Und dann nach dem Krieg gab es die Gründung des Population Council durch John D. Rockefeller III. Und die haben also sehr großen Einfluss gehabt. Und in 1966 war unter der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson, wurde der Foreign Assistance Act verabschiedet. Da wurde festgelegt, dass Amerika Entwicklungshilfe nur gibt gegen die Zusicherung von Geburtenkontrolle durch Sterilisierung überwiegend. Ja. Und es gab dann auch, der Lyndon B. Johnson hat offen gesagt, die Zahl der Armen auf der Welt muss verkleinert werden, um das Rekrutierungspotenzial des Kommunismus zu verkleinern. Ja. Das war so ein Teil, ein Bestandteil des Kalten Krieges damals. In 1968 gab es das mittlerweile berühmte Buch von Paul und Anna Ehrlich, Population Bomb, also die Bevölkerungsbombe, 1968, wo das alles also theoretisch begründet worden ist und wo die beiden sich aussprechen, also sie sagen, damals lebten ja schon einige Milliarden Menschen auf der Welt, ich glaube schon 4 Milliarden oder mehr, und die haben gesagt, also man dürfte eigentlich auf der Welt nicht mehr als 1,5 Milliarden Menschen haben, um vernünftig leben zu können, ja.